Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an, wenn dann jetzt nichts noch gegen spricht. Boah. Ich nehme auch noch mit. Okay, also dann möchte ich euch mal alle herzlich willkommen heißen zu dem Vortrag Webcrawler, baut ihr deine eigene WWW-API. Ich bin Florian Liss, arbeite jetzt schon seit knapp über zwei Jahren bei der Systrix GmbH und ja, meine Aufgaben sind im größten Bereich so in diesem Webcrawling anzusehen. Also habe ich da jetzt schon seit zwei Jahren irgendwie ein paar Crawler gebastelt, die ja mittlerweile auch halbwegs gut funktionieren alle. Und jetzt habe ich so ein bisschen Wissen angeeignet und das möchte ich jetzt einfach mal an euch weitergeben, ja? Startup bist und sagst, ich will wissen, welche Werbekampagne macht und wer anders, dann können wir dir halt helfen. Also lässt sich das feststellen, wir haben über 1000 Server, vorhin ganz viele Daten, halten die vor, und wenn du jetzt kommst und sagst, ich will wissen, was macht mein letzter Werbe XY, dann können wir dir relativ häufig sagen, und können dir auch sagen, wie war es vor. Haben über 1000 Server deployed, machen viele Terabyte Daten jeden Tag, einige Gigabit, haben dort schon alle Fehler gemacht, die es gibt und wollen heute teilen. Ja, dann, worum geht's heute? Naja, als erstes möchten wir so einen kleinen Einblick geben, wie man so einen Crawler baut. Also im Endeffekt wollen wir nur sagen, dass es super einfach ist, den zu bauen, also echt nicht schwer. Dann gehen wir so ein bisschen über und teilen so ein bisschen unseren Erfahrungsschatz, also welche Fehler wir halt gemacht haben, zählen wir mal explizit auf und schauen einfach mal und beziehungsweise sagen euch dann, wie man das besser machen kann. Und wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, machen wir so einen kleinen Ausblick, denn naja, so wie jede Technologie entwickelt sich auch so das Internet ein bisschen weiter. Früher war das irgendwie so, man hat einen Server, man hat einen Client, man stellt eine Anfrage an so eine Seite, dann wird die ausgeliefert und dann kann man die rendern und fertig. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, jetzt mit jQuery und so und AJ Calls, ja, funktioniert das Ganze schon nicht mehr so ganz so einfach. Die Grundlagen. Was ist ein Crawler? Wie kann ich einen eigenen bauen? Entschuldigung? Crawler, Spider, Bot, Robot, Arndt, Webindexer, Webcrawler, Searchbot, wenn man weiter sind, vielleicht noch irgendwie 5000 andere Begriffe. Ich glaube, wir brauchen ein Stück Software, für die es unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Wir haben uns jetzt für diesen Vortrag auf Crawler geeinigt. Wenn ihr irgendwo einen von den Begriffen seht, letztendlich alles das Gleiche ist. Wenn man nicht weiß, was es ist, man fragt durch Wikipedia, die große Halbe ist eine Datenhalbe. Wikipedia sagt, ein Crawler ist eine Software-Applikation, die automatisiert Aufgaben über das Internet ausführt. Das fasst das ganz gut zusammen. Was habt ihr noch gefunden, diese Statistik? Wie viel Bot-Traffic gibt es überhaupt? Und zwar hat das eine Firma gemacht, die macht so DDoS-Protection, Produkte für Webseiten besser zu machen. Die haben im Oktober letzten Jahres 15 Milliarden Webseiten aufgerufen, mit ihrem Netzwerk getrackt, also HTTP und HTTPS. Kein Anrufe-Traffic, keine Videos, keine Downloads, sondern nicht nur rein Webseiten-Traffic und haben halt herausgefunden, dass schon 56% aller Aufrufe Bot-Traffic sind. Wenn man das so mit diesem Fortschritt nicht vorstellt, dass bei Kühlschränke mit dem Leben immer an den Sachen stellen, was da anzukommt, ist relativ klar, dass das jetzt hier bald die absolute Wille anzieht. Die Folie habt ihr mitgebracht. Ja. Und zwar geht es darum, dass auch Crawler Warnungsdefinitionen sind. Also wenn ich Leute erzähle, wir waren Crawler und bei den Warnungsdefinitionen, dann haben wir ja eine Vorstellung, dass wir quasi von jedem
fängt halt auch über Vorderrad-Idee-Zeit, es fängt an mit so ganz einfachen Geschichten, wie so einem Headcat, wo man auch kann, kann man selber in HTTP-Request reinzieht. Wenn man halt dazu Lust hat, dass ich was wie E-Mail auch mit den anderen Seiten bedeutet, einfach macht, RSS-Feeder, die kleinen Bereiche quasi von Protokollen können, Browser, die wir trotzdem relativ viel können müssen, die wir halt HTTP können müssen, die Verschlüsselung auskennen müssen, die Bilder darstellen können. Und da wahrscheinlich nur also in der Mitte, wenn ihr klettern könnt, ne? So. Ja. Gerade weg. Von hier aus ist auch relativ viel Platz. Genau, und dann halt so auf der Komplexitätsskala auf der ganzen rechten Seite gibt es dann halt echt sowas wie den Google-Bot oder den Bing-Bot, der hat auch viele Millionen Server laufen müssen, parallel laufen müssen, wenn die sinnvolle Entscheidungen treffen und so weiter. Okay. Ja, aber wie baue ich jetzt einen Crawler? Ja. Als ich angefangen habe, Crawler zu bauen, und dachte ich, so, schon ein komplexes Thema, Crawler bauen, ne, was ist das eigentlich? Im Endeffekt geht es eigentlich nur um zwei Schritte. Wir holen uns die Daten aus dem Internet, ja, und dann werten wir diese Daten aus, wie auch immer. Also je nachdem, was das für Daten sind. Also wenn man sich jetzt den Algorithmus für passendes Wechselgeld anschaut, dann ist der schon relativ komplex. Also ich weiß nicht, wer das mal hatte. Aber das ist gar nicht so einfach und naja, so ein Webcrawler, zwei Schritte, ja, schnell gemacht. Wenn wir uns mal den ersten Schritt angucken, die Daten holen, naja, jetzt so ein bisschen Theorie, ich weiß jetzt nicht, wer in dem Vortrag hier vorsaß, da wurde schon relativ gut erklärt. Und zwar verbindet sich so ein Client oder so ein Rechner, verbindet sich dann irgendwie mit einem Server, dann wird eine Anfrage gesendet, dann baut der Server seine Antwort zusammen und schickt einem die Antwort zurück sozusagen. Das geht über solche sogenannte TCP-Verbindungen, Sockets und so weiter. Ja. Die gute Nachricht für uns ist, darum braucht man uns überhaupt nicht zu kümmern als Entwickler. Denn jedes Framework oder jede Sprache hat schon seine eigenen einfachen Befehle oder Bibliotheken. Wie wir sehen können, irgendwie File-Get-Contents ist eigentlich in PHP dafür da, um irgendwelche Dateien auszulesen. Kann auch das HTTP-Protokoll, kann man einfach die URL angeben und dann kriegt man den Inhalt dieser Internetseite. Ja, oder ganz wichtig, irgendwie Curl ist eine C-Bücherei, die sozusagen, mit der man Requests bauen kann. Das ist, glaube ich, so das elementare Bibliothek für solche Sachen. Ja, da habe ich hier für Python nochmal die URL-Lib aufgeschrieben und für Java die URL-Connection. Eine Zeile Code und schon kriegt man irgendwie den Inhalt einer Internetseite. Ja, kommen wir zum zweiten Schritt. Der ist nicht ganz so einfach. Da brauchen wir ein paar mehr Zeilen für. Naja, je nachdem, was das ist, wenn wir uns jetzt MP3s runterladen, naja, dann wollen wir die meistens nur speichern, irgendwie ein paar IO-Operationen, Ordner anlegen oder so. Wenn es irgendwie Bilder sind, dann möchten wir vielleicht noch ein paar Filter drüber laufen lassen, möchten die verkleinern, was weiß ich. Ja? Dazu würde man ein paar Bildbearbeitungsprogramme drüber laufen lassen. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf ja, HTML-Dateien, also ganz normale Internetseiten. Die kommen bei uns als String an und deswegen können wir da eigentlich relativ gut reguläre Ausdrücke drüber laufen lassen. Das geht super schnell, ist schnell gemacht. Ja, wenn wir noch ein bisschen schneller arbeiten wollen, dann nehmen wir einfach einen XML-HTML-Parser her. Den gibt es eigentlich in jeder Programmiersprache, gibt super viele Frameworks für. Und dann können wir einfach den Parser befragen. Wobei man dazu natürlich sagen muss, irgendwie, dass das reguläre Ausdrücke schnell funktionieren, aber es ist ein bisschen schwieriger, die zusammenzubauen, diese regulären Ausdrücke. Ein HTML-Parser, der braucht natürlich ein bisschen länger Zeit, um das ganze Dokument zu parsen. Also wenn man jetzt nur irgendwie ein paar Listenelemente raussuchen will aus so einer HTML-Seite, und das mal mit einem regulären Ausdruck. Ja, ganz gut bedient, würde ich sagen. So, dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Beispiel. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Es gibt so eine Internetseite, die nennt sich QWERTY.com. Die macht jeden Tag neue T-Shirts-Design mit so coolen Designs, ein bisschen nerdig. Und die sind dann auch nur für diesen einen Tag sind die erhältlich. Und was wir auf der Arbeit machen, naja, wir gucken uns die jeden Morgen an. Und dann dachten wir, da können wir Zeit sparen. Wir benutzen auf der Arbeit den sogenannten HipChat. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist sowas wie Skype. Ja, einfach ein Chatprogramm. Der Vorteil von diesem Programm ist natürlich, der hat eine schön leicht zu bedienende API, wo wir einfach sagen können, wir machen einfach einen Request und sagen, hey, poste mir doch bitte diese Datei in diesen Chat.
Und schon macht er das. Und da haben wir uns einfach gedacht, na gut, dann crawlen wir die Bilder der Seite und posten sie in den Chat. Ja, und das würde ich euch jetzt gerne mal kurz demonstrieren, dass das eigentlich schon relativ einfach geht. So. Wir hoffen auf durchgehende Internetverbindung. Ja. Okay. Nicht zu viele Internas. Also ich habe es gestern schon mal probiert. Das sind die Design-Sets von gestern. Ich starte einfach mal das Programm und hoffe das Beste. Und danach erkläre ich das Programm. Lass mal hier die Dateien noch löschen. Braucht noch keiner zu sehen hier. So. Das ist jetzt in PHP, genau. Ich gehe auch gleich auf den Code ein. Aber erstmal das schöne Beispiel. Also der verbindet sich jetzt gerade mit dem Internet, sucht sich die Bilder raus. Naja, da kommt schon das erste Design, das zweite für heute und das dritte für heute. Ja. Alles. Also Python haben wir ganz viel mittlerweile. Java haben wir auch. Also das, wo es gerade halt gut funktioniert, benutzen wir auch. So, aber ich sag mal, das Beispiel war schon schön, ja? Bitte? Hängt so ein bisschen davon ab, was wir nehmen schon viel Rücksicht auf irgendwelche Randgruppen, die wir sprachen, und versuchen, einen möglichst großen Zoo von Sprachen zu haben. Aber es ist, hängt nicht enorm von dem ab, wie er es baut, von der Anforderung und was wie es historisch gewachsen ist. Der Entwickler entscheidet, wie er dein Problem lösen soll. Also wir nehmen das, was funktioniert. Okay. Ja? Okay. Wenn beides funktioniert, dann ist halt nur Geschmacksfrage. Also, ne, schön, Bilder, hat funktioniert. Wollen wir das gerade mal im Einzelnen durchgehen? Ich habe diesen Crawler in 3 Schritten aufgebaut. Jetzt haben wir leider das Problem, also erstmal, dass der Hipchat da im Weg ist. So. Jetzt haben wir leider das Problem, dass man das nicht lesen kann. Bitte? Ja. Sehr schön, dass viele von euch diese Entwicklungsumgebung benutzen. Ja, das Problem ist, hier kann man jetzt die Size nicht ändern. Ne? Also, das geht nur, wenn man... wo habe ich denn die Fonts? Editor. Fonts. Default. Funktioniert da irgendwas? Ups. Bitte? Ja, das Default-Theme geht nicht. Nochmal was? Ich. Na gut. Dann machen wir das so. Alles nur für euch. Und auch alles nur mit eurer Hilfe. Ne? Sehr gut. Ja, erster Schritt, Internetseite bekommen. Naja, habe ich ja gerade eben schon gesagt, geht relativ schnell. Wir machen so ein File-Get-Contents auf die Internetseite, von der ich übrigens nicht bezahlt werde. Also braucht ihr da auch nicht drauf gehen. So, schauen wir mal, was hier passiert, wenn ich das ausführe. Naja, sieht man jetzt hier nicht, weil es immer noch sehr klein ist, aber es ist der Quelltext der Internetseite. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Naja. Was mache ich dann? Also wenn ich einen Crawler baue, dann schaue ich mir in der Regel erstmal die Seite an. Die habe ich hier schon geöffnet. Ja, da gibt es so, das ist jetzt der Firefox, glaube ich. Der hat hier unten so ein kleines Inspektionstool. Und dann schaue ich mir einfach an, okay, was, kann man das vielleicht vergrößern für euch? Kann man es lesen hier unten, den Quelltext? Ja, geht. Okay. Dann sieht man hier, das, was ich da gerade markiert habe, hier unten, ist das Bild. Also zumindest die Adresse des Bildes, die ist hier. Ja, steht kein HTTP vor. Aber genau das müssen wir jetzt da irgendwie rausholen aus dem Code. Und das ist super einfach gemacht, indem wir uns einfach nur angucken. Wir nehmen einen sogenannten DOM-Parser. Wir laden das HTML ein. Also das ist dieser Code besteht nur aus diesen beiden Funktionen, die ich gerade eben gezeigt habe. Und hier kommt noch eine dazu. So mehr ist es nicht.
ja, wir laden den HTML-Code, dann suchen wir uns alle Bilder raus, schauen, holen uns dann das Klassenattribut, sofern es eins gibt. Ja, und wenn es dasselbe hat, wie gerade eben gesehen, dieses Dynamic Image Design, ich zeige es gerade nochmal, hat diese Klasse, ich glaube, man kann es vielleicht lesen, Dynamic Image Design. Naja, wenn es das hat, dann wird es das halt das Bild sein und dann machen wir einfach nichts anderes als nochmal ein File-Get-Contents mit der neuen Adresse. Die Adresse holen wir uns aus dem Source-Attribut und speichern das. Ganz einfach. Also Get-Images von Get-Page und schon sollte das funktionieren. Ich lösche gerade mal die alten Bilder. Okay. So, und wir haben drei neue Bilder runtergeladen. Die sehen so aus. Okay, da fehlt jetzt irgendwie so ein bisschen der Hintergrund, aber darum kann man sich dann in so einer Advanced-Version, wie ich sie geschrieben habe, dann nachher auch noch kümmern. Aber kommen wir erstmal zum dritten Schritt. Also wir Schritt 1, Page holen. Schritt 2, Images speichern. Und dann Schritt 3, das Ganze in einen HipChat hochposten. Dazu gibt es eine REST-API. Da müssen wir uns einfach nur, jetzt hier in dem Fall mit Curl, bauen wir uns einen Request zusammen. Das hier ist der Request-Header. Ja, und hier irgendwo drin steht auch der Inhalt des Files. Das ist so ein bisschen technische Spielerei. Mit ein bisschen probieren kriegt das, glaube ich, jeder hin. Und dann posten wir das einfach hier an diese API, die so ein bisschen abgeschnitten ist hier. Müsst ihr auch nicht alles sehen. Ja, jetzt, auch vor allen Dingen finde ich es gut, dass der Token nicht ganz zu sehen ist. So. Gibt's morgen 9. Spätestens. Ja, und dann wird es halt gepostet. So, und das Programm sieht jetzt nur noch so aus, dass wir uns die Bilder holen hier und dann für jedes Bild senden wir das in den HipChat und zwar in den Raum Froscon. Ja, auch hier das kann ich nochmal ausführen und nochmal den hochziehen hier. Oh. Genau. Jetzt fehlt da irgendwie die Hintergrundfarbe, aber ich sag mal, wenn er ein bisschen dabei bleibt, dann kriegt er das auch noch hin. Also einfach nur die Hintergrundfarbe auf der Seite auslesen und das Bild ein bisschen bearbeiten. Darauf gehe ich jetzt auch nicht mehr näher ein. Also wie ihr seht, Crawler bauen, der tolle Sachen kann, ganz einfach. Bitte. Beispiel bei Heise, wollte mir alle PDFs runterladen. Also ich habe einen Heise-Account, wollte mir die PDFs runterladen, es hat eine Woche funktioniert, danach haben sie nur gemerkt, dass ich das automatisiert habe und haben dann die komplette Seite gesippt. Ja, also normalerweise, wenn man das mit Curl macht zum Beispiel, dann kann man dem das als Header mit angeben, dass die Seite, die da kommt, jetzt gesippt ist und dann kriegt man einfach den ganz normalen HTML-Code wieder, beziehungsweise PDF, wie auch immer. Wenn das auch nicht funktionieren sollte, würde ich es einfach entpacken. Ich glaube, damit käme man, glaube ich, auch klar. Ja? Wie viele Also bei gut strukturierten Seiten ist das überhaupt kein Problem. Also wenn wir denn, also in unserem Live-Prozess, dann merken wir schon irgendwie, Daten kommen nicht mehr, gibt eine Fehlermeldung, müssen wir gucken. Also jetzt für das Beispiel habe ich 3 Sekunden gebraucht. Ich habe draufgeklickt, Image gesehen, also diese Klasse gesehen, geguckt, wie viele Elemente haben diese Klasse, genau die 3 Bilder, top, fertig. Ja. Hat sich seit, habe ich vor 2, 3 Wochen geschrieben, hat sich seitdem auch nicht mehr geändert. Bei gut strukturierten Seiten geht das, bei Google zum Beispiel geht es nicht so einfach, die sind nämlich nicht sehr gut strukturiert, auch wenn sie davon immer ein Liedchen singen, dass man das machen soll. Ja, aber in der Regel, wenn man es einmal gefunden hat. Ja, genau. Dann müsste man dahingehend anpassen. Ja. Wie geht ihr vor, Beispiel mit die Seite sehr dynamisch statt. Man kann so JavaScript auf dem Scheißkram, sag ich mal. Ich habe versucht gehabt, und das hat mir zwar dann funktioniert, dass ich eben für einen bestimmten Händler alle Sachen Autos rausgeholt habe. Mit einer Proxy, dann die Passwort Regular Expression eingewendet, haben dann war es nachher in seiner Webseite eingebunden. Das haben die, also, die haben was geändert mit dem JavaScript. Ja. Das heißt, die ändern immer die URL irgendwie. Ja, ich glaube, zu JavaScript-Problemen kommen wir am Ende noch. Okay. Ja, da möchte ich jetzt gerne noch weitermachen. Die Frage war, ob wir nicht auch Probleme mit JavaScript kriegen.
Also da, damit kriegen wir auch massiv Probleme, aber da gibt es auch Lösungsansätze für. So, machen wir mal weiter mit unseren Erfahrungen. Ja, genau, unsere Erfahrungen. Wie gesagt, wir machen das jetzt schon seit irgendwie gut 10 Jahren, haben ziemlich einen Durchsatz, haben viele, viele Fehler gemacht und wollen so die häufigsten mal kurz vorstellen, damit ihr sie nicht auch macht. Ja, halte mich an die Regeln. Es gibt natürlich quasi Gesetze im Internet, aber es gibt auch so ganz viele quasi Abkommen und RFCs und quasi typisches Verhalten. Und unsere Erfahrung ist im Kern, dass es ganz gut ist, sich dran zu halten. Der erste Punkt ist, dass man die Robots.txt beachten soll. Es gibt eine kleine Textdatei, da kann der Webmaster reinschreiben, bitte hier mein Verzeichnis mit den privaten Urlaubsbildern nicht crawlen, das andere dürft ihr crawlen. Und unsere Erfahrung ist, dass es schon ziemlich viel Sinn macht, Parser dafür zu schreiben, der diese Robots.txt versteht und sie auch einhält. Kleine Anekdote, wir haben eine französische Seite gecrawlt, die war quasi in dem normalen Crawl-Prozess drin, wie viele Milliarden andere Seiten auch. Dann kam dann 2 Wochen später aus Frankreich ein Einschreiben. Dann hat der Franzose verklagt, weil unser Crawler die komplette Seite gelöscht hat. Und zwar war das Problem, dass der sein Admin-Interface nicht irgendwie gesperrt hatte. Das war nicht. Das war halt komplett offen und dann ist unser Crawler einmal durch und dann hat auch auf jeden Fall. Ja, ist korrekt. Genau, belaste einzelne Server nicht zu stark. Wir kennen ja alle diese Webseiten, die irgendwie sekundenlang brauchen zu laden oder irgendwelche uralten Online-Shops. Und da muss man sich einfach Rücksicht drauf nehmen. Also wenn man da jetzt auf eine Seite kommt und sieht irgendwie, der erste Request dauert 3 Sekunden, dann dauert der nächste 3,5, dann dauert es 4 Sekunden. Und je länger man dabei ist, desto langsamer wird der Server. Da muss man natürlich irgendwie mit seinem Caller sagen, okay, ich habe verstanden, das ist vielleicht nicht so ganz leistungsserviger, leistungskräftiger Server oder Admin oder wer auch immer dahinter steckt. Da muss man die Call-Rate ein bisschen zurücknehmen und einfach freundlich sein. Da kann man darauf verzichten, da ein paar Seiten zu callen. Genau, wichtig zu erkennen, das ist der Punkt mit dem User-Agent. Bei jedem HTTP-Request schickt man mit, wer man ist. Irgendwie Chrome schreibt halt rein, dass es Chrome ist und so weiter. Und Crawler sollten halt reinschreiben, dass sie ein Crawler sind. Ich weiß nicht, ob man das von oben gut sieht. Irgendwie Mozilla, Googlebot, da gibt es Mozilla Bingbot. Also es hat sich schon relativ Standard quasi etabliert, wie man sich zu erkennen gibt. Am besten schreibt man noch eine Adresse dazu, wo man so ein bisschen drüber schreibt, wer man ist und warum man das alles macht. Oder wenn man keine Webseite hat, eine E-Mail-Adresse, dass auf jeden Fall jemand bei euch melden kann, falls ihr irgendwie einen riesengroßen Unsinn gebaut habt und der Crawler irgendwas kaputt macht. Ja, zusammenfassend, behandle fremde Webserver so, wie du es auch mit deinem eigenen Webserver machen würdest. Das hat, glaube ich, für uns in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Also, dass man nicht unbedingt jedes Limit komplett ausreißen muss, sondern vielleicht auch mal sagt, dann crawle ich jetzt von dieser einen Seite ein paar weniger Seiten, als ich eigentlich will. Bin dafür quasi ein guter Internetprovider. Okay, ich kenne deine Zahlen. So, jetzt haben wir einen Crawler gebaut für irgendeine Sache oder vielleicht 2 oder 3 Crawler, die dasselbe machen. Und jetzt wollen wir die so ein bisschen miteinander vergleichen. Ja, was machen wir da? Ich meine, wir können die laufen lassen, aber wie messen wir jetzt das Ganze? Ja, dafür ist immer wichtig, dass man möglichst allumfassende Zahlen, also alle Zahlen, die es da in dem Bereich gibt, irgendwie mitloggt. Ja? Und naja, der einfachste Vergleich zweier Crawler, der geht über die Bandbreite. Wenn ich 2 Crawler habe, die beide gut funktionieren, also zumindest vom Ergebnis her, dann nehme ich natürlich immer den, der die größere Bandbreite ausnutzt. Ja, ja, wir benutzen jetzt für die Arbeit benutzen wir ein ganz einfaches Debugging-Tool, Nload nennt sich das. Funktioniert super. Ja. Ja, wenn wir jetzt 2, 3 Crawler haben, die alle irgendwie so ein bisschen durch das Raster fallen, weil sie eben nicht genügend Bandbreite machen, dann ist ja die erste Frage, woran liegt das eigentlich? Warum ist mein Crawler jetzt nicht super schnell? Ich habe dann eine 100-Mbit-Leitung ins Internet, warum benutzt er nicht 100 Mbit? Ne?
Ja, da gibt es eigentlich immer so zwei ganz einfache Anhaltspunkte, nämlich entweder benutzt ihr irgendwie den Speicher schlecht oder die CPU-Load explodiert euch. Ne? Weil wenn ihr euch das vorstellt, ihr könnt ja letztendlich ganz viele Seiten gleichzeitig crawlen und irgendwann ja, explodiert es halt in die eine oder in die andere Richtung. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, da habe ich versucht, irgendwie die Seiten im Speicher zu halten. Und wenn man jetzt überlegt, dass man ungefähr mit 100 Mbit crawlt und 32 GB RAM hat, dann dauert das ungefähr 1,5 Stunden, ich habe es ausgerechnet, bis der RAM voll ist. Ja, wahrscheinlich eher schneller. Und dann guckt er irgendwie nach 10 Minuten ist euer Crawler top. Ja, nach einer halben Stunde ist der top und dann geht er vom Rechner weg, guckt nach 2 Stunden drauf, denkt so, warum ist der jetzt kaputt? Ne? Deswegen immer Speicher mitgucken. Ja. Und auch letztes Wochenende habe ich leider wieder einen Server kaputt gemacht. Ich gebe es gerne zu. So, weil ich Server. Ja, da habe ich halt idiotischerweise gedacht, ich könnte ein paar Prozesse aufrufen und also jeder Prozess crawlt irgendwie was ein bisschen und gedacht, ja gut, das dauert ja an sich nicht so schnell, das dauert an sich nicht so lange, Entschuldigung. Dann mache ich alle 5 Sekunden einen neuen Prozess oder was und dann, ja, dann gingen die halt doch nicht so schnell zu Ende, die Crawls, sondern ja, dann war halt der Load irgendwie bei über 900. Also das letzte Mal, dass man den noch sehen konnte. Danach hat der Server halt nicht mehr geantwortet. Ja, schreibe Logfiles für alles. Ne? Also das gilt für jedes, also für die Entwicklung generell, wenn ihr irgendwas entwickelt, loggt einfach alles mit. Ja? Das ist quasi eure Blackbox. Wenn irgendwas schief geht, dann möchtet ihr wissen, woran hat es gelegen. Ja, und dafür sind die Logfiles gut. Also es ist oft so, da starte ich halt so einen Crawl-Durchlauf, der dauert dann vielleicht mehrere Tage. Und irgendwo in der Mitte bricht das Ding ab, nachts um 3 und dann gucke ich morgens um 7 Uhr auf den Rechner und sehe, okay, der läuft nicht mehr. Warum ist das so? Und wenn dann meine Logfiles, also oft ist es tatsächlich noch so, dass meine Logfiles dann keine Auskunft darüber geben, dann verbrauche ich bestimmt 2-3 Stunden, damit den Fehler zu suchen, den ich nicht finde. Dann gehe ich hin und erweitere das Log noch an einer Stelle, wo es eventuell noch sein könnte und dann gucke ich mir die neuen Logfiles an und dann dauert es 3 Sekunden oder was, dann sehe ich, ach, daran lag es, ne? Idiot und so. Also, wenn ihr irgendwas baut, loggt einfach alles. Genau. Ja, zur Beschleunigung des Crawlers. Also wenn ihr jetzt ein größeres Projekt habt oder irgendwie einen Auftraggeber, der euch vielleicht sagt, hier baut mal einen Crawler und ihr wollt ihn so ein bisschen schneller machen. Ja? Da gibt es so eine oberste Regel. Crawle möglichst parallel. Ja? Also wenn man sich überlegt, nochmal an dieses Konstrukt mit dieser Socket-Verbindung, mit dem Server, dann schickt man eine Anfrage, dann muss der Server ja auch erstmal seine Antwort zusammenbasteln und schickt dann erst die Antwort zurück. Das ist alles Wartezeit, die wir verschenken. Ja, die Zeit, die der Server braucht, um sich die Antwort zusammenzubasteln, ja, die kostet uns ja nichts. In der Zeit können wir jetzt hingehen und sozusagen eine andere Seite öffnen oder eine andere Seite holen. Ja? Aber da wir uns natürlich möglichst nett benehmen wollen im Internet, machen wir das am besten so, dass wir pro Prozess immer nur einen Host crawlen, ja? Also eine Domain von mir aus auch, damit deren Server nicht zu stark belastet werden. Ja? Absolut. Ich habe dann als Lösung bin ich hingegangen und habe einfach gesagt, wenn der Load größer ist als 20, dann bitte nichts mehr machen. Also die Lösung ist ganz einfach, wenn man erstmal weiß, wo das Problem liegt. Ja, paralleles Crawlen. Und Request-Timeout, ganz wichtig. Also erstmal denkt man nicht drüber nach, so ein HTTP-Request ist sehr schnell geschrieben, aber das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Wenn ihr danach irgendwie mit 200 parallelen Prozessen arbeitet und merkt, okay, 66% davon machen gar nichts, weil die warten, ja, dann ist das irgendwie blöd. Also das passiert nämlich genau immer dann, wenn ihr eine Verbindung mit einem Server habt, der aber euch keine Antwort zurückschickt, aber auch nicht die Verbindung beendet. Ja, dann wartet euer Crawler also einfach auf den Request, auf die Antwort. Ja, ganz einfach gelöst, so ein Request-Timeout von 30 Sekunden, also wir machen irgendwas zwischen 10 Sekunden und 60 Sekunden. Wenn es dann halt, ja, wenn er in diesen Request-Timeout reingeht, dann nehmen wir halt die nächste Seite. Ja? Man kann sich da auch irgendwelche Strategien überlegen, wenn das irgendwie 5-mal beim selben Host passiert ist, dann lassen wir den vielleicht auch erstmal in Ruhe. Ja? Aber essentiell wichtig, also als ich da am Anfang gehangen habe und mir gedacht habe, ja, warum läuft denn das nicht? Und alles mitgetrackt und dann warum, da ist doch nicht mal eine Schleife drin, warum
lädt der jetzt endlos weiter? Ja, Antwort kann so simpel sein. Ja, offene Verbindungen benutzen. Ja, wie eingangs erwähnt, wenn wir eine Antwort von einem Server kriegen wollen, müssen wir erstmal eine Verbindung aufbauen. Und dieser Verbindungsaufbau, der ist natürlich Overhead. Wenn wir jetzt für jeden Request eine neue Verbindung brauchen, naja, dann machen wir das halt irgendwie für jeden Request einmal und haben ganz viel Overhead. Wenn wir aber einmal eine offene Verbindung mit einem Server haben, dann können wir da ganz viele Anfragen drüber schicken. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Anfrage an, weiß ich nicht, www.spiegel.de schickt, ja, dann sollte die nächste Anfrage am besten wieder nach www.spiegel.de gehen. Also irgendeine Unterseite natürlich, nicht zweimal die gleiche Seite, das wäre auch irgendwie unnütz. Und gerade bei so SSL-Verbindungen, da dauert es sogar extrem lange, bis die aufgebaut sind. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das intern läuft, vielleicht auch, läuft auf jeden Fall nicht über Curl. Also es gibt die Default-Einstellung, die kannst du meistens in deinen PHP-INI-Datei kannst du konfigurieren. Aber ich nehme mal an, dass der per Default, wenn du den gleichen Host mehrfach benutzt, dass der dann auch die gleiche Verbindung nochmal benutzt. Also bei Curl kann man es explizit angeben. Da sagt man, also da ist auch Default-Wert, dass er das macht. Da kann man es quasi explizit ausstellen. Aber wer das macht, das weiß ich nicht, ob das immer die cleverste Idee ist. Der wird auch dann seinen triftigen Grund für haben, nehme ich an. Ja, wähle deine passende Umgebung. Wenn wir jetzt anfangen, so einen Crawler zu bauen, da gibt es viele, viele Sprachen. Da gibt es ja PHP, Python, so Skriptsprachen, da gibt es Java. Wir haben ja gesagt, wir bauen irgendwie in allem mal so ein bisschen. Wir probieren alles mal aus. Ja, was kann man da generell zu sagen? Naja, wenn ihr am Anfang steht, ist es die Frage, benutzt ihr ein Framework oder treibt ihr das lieber selber voran? Baut ihr das selber? Also eine Eigenentwicklung, wie man gerade eben gesehen hat, das ist nicht schnell, nicht schwierig. Man braucht nicht viele Zeilen Code, um sowas vernünftig hinzukriegen. Aber so ein Framework, das funktioniert in der Regel einfach schneller. Wenn ihr mal eine Idee habt, was können wir machen, dann könnt ihr euch so ein Framework nehmen, dann braucht ihr vielleicht eine Zeile Code und dann läuft das Ding erstmal. Es kümmert sich um ganz viele Sachen. Aber es läuft wahrscheinlich nicht wahnsinnig effizient, weil es viel, viel Overhead mit produziert wird, weil so ein Framework muss ja auf alle möglichen Sachen eingehen. Ja? Meistens lassen sich diese Frameworks schön konfigurieren, aber wenn ihr die komplett bis hinten durch konfiguriert habt, dann könnt ihr auch einen eigenen schreiben. Ja, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe da mal Scrappy benutzt, das lief dann nicht so gut und dann musste man das halt da konfigurieren. Ich habe so viele Seiten gelesen über diese Konfiguration. Naja, und ich glaube, wenn ich das selber von Anfang an geschrieben hätte, dann hätte ich mir viel, viel Zeit und Leid erspart. Was nicht heißen soll, dass das Framework nicht gut ist. Ne? Ach so, genau. Und also wenn ihr so Frameworks benutzt und merkt, okay, das funktioniert, das ist super, das ist eine tolle Geschäftsidee zum Beispiel, dann könnt ihr nachher immer noch hingehen, um irgendwie eigene Entwicklungen voranzutreiben. Also Frameworks nicht nur schlecht, wenn ihr mal eine Idee habt, kann man damit schnell was austesten. Ja, wähle eine passende Programmiersprache. Also ich glaube, jede Programmiersprache hat seine Vor- und Nachteile. So Python, PHP, Perl-Geschichten, die sind halt sehr leicht anzupassen. Wenn man nur mal kurz was verändern will, das liegt auf irgendeinem Server, dann muss man da irgendwie jetzt keine großartige Deploy-Maschinerie anwerfen, sondern man kann einfach hingehen, das File editieren und gut ist. Ja, man kann es in Java machen, die kommen mit ihrer eigenen VM, da kann man sicherlich irgendwelche Speichergeschichten besser debuggen und auch besser entwickeln. Aber in der Regel gilt, nehmt die Sprache, die euch am besten zusagt. Also ich glaube, das Erste, was ich gelernt habe, war PHP. Deswegen liegt das auch nah. Da kenne ich mich am besten aus. Mittlerweile mache ich viel in Python, aber da komme ich her und deswegen baue ich halt da. Ja, und als Letztes in der Sektion Software und Hardware müssen natürlich irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Wenn ihr einen High-End-Rechner habt, super tolles, schnelle Kiste und hängt davor irgendwie ein 56K-Modem, nicht ganz so gut. Ne? Andersrum, Standleitungs-Internet und nur, weiß ich nicht, 128 MB RAM, kann man auch nicht viel Schönes drauf bauen. Ne? Also so eine Ausgewogenheit muss sein. Es müssen nicht immer die High-End-Rechner sein. Also ein Crawler bedarf eigentlich nur wenige Ressourcen, wobei halt Speicher doch eine sehr wichtige Ressource ist, auch Festplattenspeicher. Also
Ich und mein Server-Admin haben da so ein kleinen Disput. Ich glaube, so eine Auslastung von 95% Festplattenspeicher ist durchaus noch tolerierbar. Meint er nicht? Weiß ich nicht. Ja. Aber das muss halt irgendwie zueinander passen. Ich glaube, hier sind wir am Ende. Ja, jetzt habe ich noch so ein kleines Beispiel gebaut, was einfach mal so zwei einfache Crawler demonstriert. Diesmal in Python. Dafür auch diese schönen Shell-Dinger. Machen wir noch ein paar mehr auf. Also hier in den letzten noch. Welchen habe ich vergessen? Den da. Also jetzt folgender Crawler macht nämlich die einfache Sache. Es nimmt 5 Domains und crawlt einfach 10 beliebige Seiten. So, CDÜ, das hätte ich natürlich schon mal vorbereiten können. Entschuldigung für diese kleine Pause. So, ich starte mal mit dem, also ich habe 2 verschiedene Crawler gebaut, der eine crawlt parallel, der andere einfach Single Thread, also mit einem Thread nur. Mit dem fange ich auch einfach mal an. Wie habe ich den genannt? So hier. Und jetzt seht ihr hier einfach, wie der die Seiten nacheinander abgrast. Und naja, parallel, irgendwie mit 5 Threads gleichzeitig, geht ein bisschen schneller. Ein bisschen, ja. Ah, fertig? Nee, doch nicht fertig. Also sind, wäre möglich. Ich habe jetzt einfach in Python, kannst du diese ganz normale Thread-Logik wie auch in Java machen. Funktioniert super. Also ich kann euch, wenn man nachher noch Zeit ist, kurz den Code zeigen, ist super easy. Also wir haben jetzt 17 Sekunden gebraucht, gar nicht so schlecht eigentlich. Der da hinten rechnet noch. Ja. Genau, also der Crawler macht folgendes, der besucht die Seite, extrahiert die Links, normalisiert die Links, das ist auch ein ganz spannendes Thema, Link-Normalisierung, aber darauf gehen wir heute nicht mehr ein, das dauert einfach zu lange. Und dann speichert ihr die Links, die internen Links, die da sind, und dann geht ihr einfach einen internen Link weiter. So, und dann habe ich noch so ein schönes Log-File geschrieben, wo die Daten reingeschrieben werden. Das sieht jetzt bei mir so aus, das ist einfach nur die Uhrzeit, an der der Request gestartet ist, dann die Domain, genau. Genau, das wollte ich sagen. Dann ist das hier, glaube ich, die Size, und also die Größe der Antwort, und das hier ist die Dauer der Antwort. Ja, und da kann man jetzt für die Auswertung, so ist ein Logfile auch immer super. Log parallel. So. Ja, was jetzt einfach das Ding durchgeht und die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Ah ja, der andere ist auch fertig, der hat 83 Sekunden gebraucht, also knapp irgendwie ein bisschen mehr als 4-mal, 5-mal so viel. Kommt auch ungefähr hin, also mit 5 Threads, und der Single Thread braucht 5-mal so viel. Das klingt ja irgendwie plausibel. Der hat nämlich mit 0,6 Requests pro Sekunde gecrawlt. Irgendwie leicht zu erklären. Um jetzt vielleicht zu zeigen, um das nochmal ganz schön zu sehen, an der Bandbreite gemessen. Wie war das jetzt? STRG++. Also das kleine Tool ist Nload. Das trackt jetzt gerade die Bandbreite. Jetzt starte ich gerade nochmal den Parallelen. Jetzt müsste man hier so... Oh, Entschuldigung. So. Jetzt müsste man hier so Ausschläge sehen. Das ist so die Bandbreite, die wir parallel erzeugen. Reicht jetzt auch. Ist ja gleich eh fertig. So. Und jetzt starten wir nochmal den Single Thread und schauen uns da den Nload an. Naja, der ist also wesentlich geringer. Jetzt ist der Ausschlag noch zu sehen. Ja. Also, was lernen wir daraus? Immer parallel crawlen. Zeit haben wir noch? Bis 45 Minuten rum sind. Okay, dann abbrechen. Nee, fangen.
Alles gut. F11. Ja, kleiner Ausblick. Genau, das ist so die dritte Säule, die wir mitgebracht haben. Statische HTML-Inhalte oder gestern kennt wahrscheinlich jeder, dass das, was quasi die Anzahl dieser normalen statischen Webseiten immer weiter zurückgeht. Jetzt alle fast alle modernen neuen Seiten werden mit irgendwelchen JavaScript-Geschichten gebaut, sind dynamisch, laden alle Inhalte nach, was natürlich für Webcrawler relativ schwer macht, weil dieses reine lade die eine HTML-Seite runter und phase sie so nicht mehr funktioniert. Hast du das gesagt? Genau, diese statische HTML-Seite mit aussterbenden Spezies. Relativ gut macht das überraschenderweise, oder wenig überraschenderweise auch bei Google. Die unterstützen jetzt schon seit einem guten Jahr mal die JavaScript. Die führen fast alle JavaScript-Befehle aus. Das heißt, wenn man da irgendwelche Sweep-Geschichten mit drin hat und so, dann wartet Google so lange und führt es dann erst aus. Also wir haben wirklich schon ziemlich einen Technologievorsprung vor allen anderen. Und wir haben uns halt angeguckt, wie können wir da irgendwie hinkommen, welche Möglichkeiten gibt es. Ja. Ja, wenn man dann ein bisschen danach googelt nach dem Problem, dann kommt man schnell auf folgende Antwort. Also es gibt da so ein paar Frameworks, die einfach so ein Webkit emulieren, also quasi euren Browser. Da sind ganz vorne zu nennen Casper.js, Phantom.js und Slimer.js. Das sind so kleine, ihr könnt euch das vorstellen wie so Mini-Browser, die ihr programmieren könnt. Und die programmiert ihr mit JavaScript, was an sich dann natürlich schon wieder ein bisschen frickelig wird. Aber damit haben wir so ein bis jetzt die besten Ergebnisse eigentlich erzielt. Denn für Java gibt es so HTML-Unit-Geschichten. Eigentlich dafür gebaut, seine eigene Webseite so ein bisschen selber zu testen, aber die benutzen halt auch ein Webkit. Man kann Seiten rendern, man kann die sich wunderschön anschauen und auch hier diese Python Qt Webkit-Bibliothek. Damit kann man auch ganz, ganz wunderschöne Sachen machen. Ja. Genau. Genau. Das funktioniert, glaube ich, eigentlich. Also natürlich, ich gehe mal davon aus, dass Google das so ein bisschen besser hinkriegt als wir, aber die sind auch schon länger im Geschäft. Naja, genau, es klingt erstmal super, ist auch bestimmt keine schlechte Idee, manchmal funktioniert das, aber meistens ist es ja so, dass Inhalte abhängig von irgendeinem Event nachgeladen werden. Zum Beispiel, wenn man so diese Single-Page-Applikation denkt, drückt man den auf den Link und anstatt, dass dann da die neue Seite angefordert wird, gibt es einen AJAX-Call, der nur den Inhalt nachlädt, der auf den dieser Link gezeigt hat. Ne? Von daher weißt du ja nicht genau, was passieren soll. Oder machst du wenn man da so ein Formular hat zum Beispiel, oft werden die auch mittlerweile noch JavaScript-seitig getriggert, hast du, glaube ich, auch keine Chance. Also da musst du ja dann irgendwelche Inhalte eingeben, die werden dann eventuell noch validiert. Deswegen ist es da ganz schwierig. Ja, also wie gesagt, Casper.js, Phantom.js, Slimer.js, das sind Webbrowser. Achso, die Frage war, ganz schlimm, Entschuldigung. Die Frage war, was wir mit Cookies machen. Ja. Ja, die speichern alle ihre Cookies selber in einer Session. Man kann für die obere Reihe, also Casper.js und so, kann man auch so einzelne Profile anlegen, dass er über die Session hinaus die Cookies speichert. Geht alles, ja. Ja. Ja gut, die Cookies kann man auch an- und ausschalten oder überschreiben oder verändern. Ja. Alle. Cookies sind sowieso so ein bisschen gefährliche Geschichte, weil da sind häufig die Warenkörbe drin und dann hast du auf einmal irgendwie Sachen gestellt. Ja. Ja, also. Ja, vor allen Dingen also so ein Webcrawler, der über Cookies validiert, wie oft du da warst. Weiß ich nicht, dann kann man seinen eigenen Cookie einfach verändern und man kann da so häufig drauf, wie man möchte. Das ist ja auch irgendwie nicht so gut. Ja, Frage? Ich vermute mal, also ich kenne euch
ist jetzt mehr auf dem Online-Marktbereich. Von daher bin ich jetzt verliebt, dass er auch so kleine Sachen mit meiner. Aber da hat er sicher einen Haufen unterschiedlicher Webseiten, die komplett unterschiedlich irgendwas darstellen und ihr wollt irgendwelche Kennzahlen oder sonst was machen. Euer Einführungsbeispiel war ja recht einfach, ihr wollt auf einer Seite irgendwie die Bilder rausholen. Wenn ihr irgendwie aus allen Shops irgendwie die Produktbilder rausholen wollt, generisch, gibt es ja viele Aufregungen, dann habt ihr da irgendwelche Tipps? Google treibt ja diese strukturierten Daten voran. Da gibt es so ein, auf, wie heißt die Seite mit dem, die mit wo das, mit dem Format. Genau, die gibt es, die treibt Google voran. Das heißt, wenn ihr die auf eurem Shop-System benutzt, dann landet ihr weiter oben. Ja, und daher gucken wir uns halt auch viel sowas dann an. Also, beziehungsweise könnte man, das wird, heißt nicht, dass wir das tun. Also oft gibt es halt, also die Frage war, was wir mit so Shop-Systemen machen, die halt alle irgendwie individuell angepasst sind. Treibt Google so eine Strukturierung der Daten voran, da gibt man an seinem Tag einfach noch ein Attribut. Okay, so ein Item-Scope gibt es da, das heißt, ich bin jetzt ein Shopping-Artikel und ich habe den Preis... Und ich habe den Preis 15,95 Euro. Ja, und dann kann man sich das so, könnte man sich das, da war es, ne, rausziehen. Wobei es natürlich auch so ist, dass es gibt halt relativ wenige individuelle Shops eigentlich. Ja. Also, es gibt halt irgendwie vielleicht 5 Shopsysteme, die alle einsetzen und so ein bisschen anpassen. Ja. Nee, es war ja noch gar nicht so auf Shops so meine Frage, wenn du dann etwas anderes rausziehen musst. Ja, klar, ich meine, wir haben ja irgendwie Banner geklaut und Banner haben ein bisschen groß. Und Banner kommen von diesen App-Servern und haben gewisse Abmessungen. Muss ich einmal definieren und dann hat man viele Millionen Banner. Genau. Also meistens die Daten, die auf Internetseiten angezeigt werden, sind in irgendeiner Art strukturiert. Also auch wenn man das nicht direkt erkennt, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man da doch schon irgendwie eine Struktur hinter. Wollen wir direkt zu den Fragen teilen? Dann möchte ich das letzte Slide einfach öffnen, auf die schon. Wir hätten theoretisch noch ein Beispiel, aber wahrscheinlich. Ja, wenn wir dann noch Zeit haben, dann... Entschuldigung, ich wollte es noch bringen. So. Du hast schon jemanden angenommen, oder was? Nee. Dann du warst, glaube ich, früh. Ja gut, aber deswegen machen wir das ja. Also es gibt so eine Seite, die halt relativ hartnäckig ist. Ja, da müssen wir halt einfach dann kreativ werden, wie wir das hinkriegen. Ja? Also aber wir kommen meistens in guten Absichten und geben uns zu erkennen. Und wenn die Leute nicht wollen, dass wir sie crawlen, dann können sie uns auch ganz einfach über ihre Robots.txt aussperren. Da müssen die gar nicht erst böse werden, sondern sagen uns einfach, hey, wir möchten das nicht. Robots.txt, Systrix Crawler nicht erlaubt. Nee, dann machen wir das nicht. Also, dass sie was böse... Sondern, dass die vielleicht auf den Server übernehmen wollen, weil wenn ihr da quasi ein ganzes Server mit 1000 Stück habt und die übernehmen davon 300, dadurch, mit dieser Escape-Sequenz haben die viel Computing-Power bekommen. Also, ist soweit noch nicht passiert. Also was, ich meine, da passiert ja nichts anderes, als dass ich mir erstmal eine Seite hole. Das ist Datenzugriff in die eine Richtung. Da können die ja noch keinen Code bei mir ausfüllen. Wenn die beim Auswerten ist es meistens so, dass wir also oft auf die regulären Ausdrücke zurückgreifen. Jetzt keine Sicherheitslücken, die mir bekannt wären, wie man das dann austrickst. Mag es geben, aber so bei uns ist das, glaube ich, eher selten. Ja. Ja, weitere Fragen. Hier vorne vielleicht nochmal, ich komme dann gleich da hinten. Wie macht ihr das mit den Konfigurationen für die einzelnen Seiten? Habt ihr entsprechend die eine Datenbank und holt ihr euch die Daten dann entsprechend raus oder die regionalen Expressions und so weiter und so fort? Oder wie macht ihr das? Also die Frage ist jetzt, wie wir unsere Konfiguration der Seiten speichern. Genau. Also weil ihr habt ja
Also wenn ihr x verschiedene Scroller, was gehe ich davon aus, man hat ja irgendwie einen Satz, der immer gleich ist. Und dann übergebe ich ein paar Parameter, weil für die Seite brauche ich den Parameter, für die Seite brauche ich den. Also genau, also für jede Aufgabe, sagen wir, für jede Aufgabe wird ein eigener Crawler gebaut bei uns. Also wir machen zum Beispiel, wir schauen so ein bisschen nach den Links zum Beispiel und naja, so ein Link, der ist schon auf der Seite eingebettet, also den müssen wir jetzt nicht noch irgendwie großartig verändern. Wenn wir andere Sachen crawlen, müssen wir uns das Problem halt speziell anschauen. Ja. Also du gehst ja auch nicht mit deinem Browser hin und öffnest jede Seite gleich und versuchst als erstes irgendwie oben rechts den Knopf zu drücken. Funktioniert leider nicht. Ja, da hinten war erstmal hier... die Frage war, ob wir nicht vielleicht das Beispiel nochmal zeigen können mit dem JavaScript-Beispiel. Genau. Mache ich sofort. Also der Unterschied zwischen Casper, Slimer.js und Phantom.js. Also Phantom.js ist die Engine, glaube ich, auf der alles aufbaut. Slimer.js hat obendrauf noch so einen schönen Bildschirm, mit, also einen schönen Screen mitgeschickt, wo ihr halt den Browser tatsächlich live verfolgen könnt. Und Casper.js fasst beides so ein bisschen zusammen. Darin lässt sich einfacher entwickeln in Casper.js. Ist ein bisschen, bringt noch ein paar Bibliotheken mit, die ganz nett sind. Aber im Endeffekt ruft das auch nur Phantom.js auf. Genau, das ist in JavaScript. Was? Nee, das ist JavaScript. Also man schreibt, man programmiert seinen Browser sozusagen mit JavaScript. Das sieht das. Ja, genau, so ein abgekapseltes quasi. Also Casper.js bringt das schon irgendwie mit. Warte mal. Haben wir wirklich noch Zeit jetzt, oder? Weil die Ratten verlassen das sinkende Schiff, merke ich gerade. Ja. Ladezeiten. Ansonsten vielleicht schon mal eine Frage zwischendurch. Wer hatte noch eine Frage? Die hier vorne nochmal. Ein Thema wäre noch, wenn ihr noch einen Feiern macht, für das komplette Netz. Wie macht ihr das Ketten-Ding? Ihr sammelt die E-Mails, wollt ihr wieder wegspeichern, verarbeiten? Ja, wir speichern das. Also wir speichern das auf die Festplatte natürlich. Und... dürfen wir da die Geschäftsgeheimnisse verraten? Genau, also SQLite oft SQLite. Ach so. Also, öffnet sich irgendwo? Ah ja, genau, also das geht letztendlich so. Da habe ich jetzt einen Crawler geschrieben, der funktioniert leider mit Slimer.js, mit dieser Oberfläche nicht ganz so schön wie mit Pure Phantom.js. Der geht auf die Mediathek ARD, sucht nach O-Ton-Charts und ladet das aktuellste File runter. Aber hier gibt es dann leider mit Slimer.js immer noch so kleine Probleme. Deswegen schauen wir mal. Also das habe ich heute Morgen runtergeladen. Das löschen wir gerade mal raus. Na komm, was habe ich denn gemacht, dass du jetzt so lange beim Löschen brauchst? Jetzt kann man leider nicht viel sehen. Werden ein paar Screenshots während des Besuchens gemacht. Aber letztendlich genau dann. Und jetzt müsste gleich auf der linken Seite irgendwann das File auftauchen. Schleunigen wir das mal, einfach indem wir hier... Ja, da ist es. So, und das ist jetzt irgendwie das aktuellste O-Ton-File. Also wenn man nach O-Ton-Chart sucht, das aktuelle MP3-File. Ja.
Und wer halt mal versucht, so eine Mediathek zu crawlen, also ich kann es auch nochmal... ja, also... Media... Kennt jemand die Internet? Ach so, egal. Mediathek ARD. Wird schon uns Google weiß Rat. Da. Also, das ist halt massives JavaScript, was da funktioniert. Ne? Also, da funktioniert gar nichts mehr irgendwie mit einem zweiten Request oder auf eine bestimmte Seite. Ja. Also, sieht man, glaube ich, auch schon. Hier werden auch Inhalte nachgeladen, wenn ich runterscrolle. Wenn ich das schnell genug mache, kommt man das vielleicht mit. Also das ist halt irgendwie pures JavaScript, was da läuft und das kriegt man so erstmal nicht. Ja? Ja gut, ZDF, nee, warte, wir haben AD. ZDF-Mediathek, ist immer noch Flash. War jetzt noch nicht die Herausforderung für mich, habe ich noch nicht gesucht. Ansonsten... Sehr guter Kommentar dazu. Ja. Ob es da irgendwie rechtliche Probleme gibt? Ja. Erst. Ja. Also wenn du es mit deinem Browser öffnen kannst, kannst du ja auch rauskopieren, ne? Also kannst natürlich, wenn du das jetzt automatisierst, weiß ich nicht, was daran auf einmal böser sein soll, als wenn du die Seiten so holst. Also wir versuchen natürlich nicht irgendwelche Server zu crashen. Wir versuchen, wenn die sagen, ihr dürft das nicht crawlen, dann crawlen wir das doch nicht. So lieb sind wir ja. Und von daher sehe ich da nicht, wo da das rechtliche Problem sein sollte. Das ist ein konstruiertes Beispiel. Wir haben uns überlegt, welche Seite ist möglichst schlimm und ja. Ja. Also die Frage war jetzt, wie wir quasi an unsere URLs kommen. Wenn man ganz einfach nach den Top 1000 besten URLs guckt, googelt, ja, dann spuckt er schon irgendwie 1000 oder die Top 10 Millionen URLs, kann man sich im Internet frei verfügbar runterladen und dann kann man die anfangen abzucrawlen. Aber da haben wir irgendwie nie ein Problem gehabt, dass wir zu wenig Seiten haben, die wir crawlen können. Also Internet ist groß. Ja. Ja. Wie sieht es denn mit der Haftung aus? Also wenn mir doch was schief geht und Was soll schief gehen? Also wir hatten ja eben das Beispiel, verbindlich eine Seite gelöscht, hafte ich dann dafür? Oder war die erst zu blöd? Ja, genau. Also, das ist schon. Also wie gesagt, man hätte das ja auch manuell ausführen können, ne? Naja, muss ja nur ein böswilliger Mensch kommen, der löscht die dann, weil er Spaß dran hat. Ja? Also primitive Lösung für statische Seiten, wie ein Keylogger, der automatisch die Seiten aufschließt. Keylogger im Browser. Ja. Gibt's das? Gibt's bestimmt. Ich verstehe die Frage leider nicht so doll. Ja, wenn ich das aufrufe, die Seite, mir im Datei runterlade, das Logge und das im Skript schreibe, dann kann ich das was wie Makro-Matte wieder auf den Namen Makro. Ja, das geht auch. Ja, das also, ich habe mal so ein Buch gelesen über Crawler und da ist das auch so die bevorzugte Art, um irgendwelche JavaScript-Seiten zu crawlen, einfach indem man, es gibt auch irgendwelche Programme, die dann sozusagen das Ganze im Browser aufrufen und einfach nur die Key-Eingaben machen. Ja, das war früher so der bevorzugte Art, damit Makros auch die Seiteninhalte... Ich habe es damals mit Outmate unter Windows gemacht. Wie ist das? Outmate, das ist so eine Administrationssprache, wo ich wirklich... Ja. Jeden Mausklick informieren kann. Genau. Da hinten? Wie
Ich mache ja keine Werbung für irgendwelche, ich keine Ahnung, Crawlerbau. Aber es ist schon ein relativ spezielles Thema, wo es halt wenig so Fachwerk ist. Also keine Ahnung, was das jetzt für ein Buch genau war. Habe jetzt auch nicht so viel Neues mitgenommen. Also die, oh, ich sehe gerade Ende. Ja, die Frage geht noch. Also die Frage kann ich nur sagen, ich werde von meinem Chef bezahlt und ja, dann ist der Vortrag jetzt beendet und ihr könnt.